Die Zeit ist gekommen. Ich werde Daniel Krüger verkaufen. Aber warte mal, da war dieser Kommentar unter der letzten Folge mit 1299 Daumen nach oben. Und der hat gesagt, er soll für immer hier bleiben. Von daher, Servus oder so. Und willkommen zur neuesten Folge der Bayreuth-Karriere. Natürlich mit Daniel Krüger. Der Typ wird niemals verkauft. Ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum die letzte Folge wieder über 10.000 Daumen nach oben gepackt hat. Supportet den Mann und seine Mannschaft gerne weiterhin. Und mit dem Teil aus dem Weg können wir jetzt eigentlich direkt reingehen in das erste Spiel der Episode. Wir treffen auf den Hamburger Sportverein. Und von dem Game werden die Highlights gezockt. Das liegt natürlich an der Abstimmung, die zeige ich euch dann später noch. Jetzt erstmal geht es um eine andere Abstimmung, von der ihr das Ergebnis eigentlich jetzt schon erkennen könnt. Und zwar kehren wir wieder zur alten Kameraansicht zurück, mit der es auch deutlich einfacher ist, gut FIFA zu spielen. Steilpass da nach außen, aber Morgalla hat keine Probleme mitzukommen. Das Tackling geht leider ins Leere. Morgalla, jawohl, Junge, schnappt sich den Ball. Jetzt dürfen wir zum allerersten Mal angreifen. Über links mit Baumgartner. Das bauen wir ganz entspannt auf, suchen die rechte Seite, dann finden wir Daniel Krüger, der versucht sich da im 1 gegen 1, geht vorbei am Gegenspieler, Daniel Krüger netzt ein, er ist und bleibt ein Cheatcode, ich sag jede Folge das gleiche, aber es gibt einen Grund, warum ihr wollt, dass er auf gar keinen Fall geht. War das schon wieder überragend, Mann, wie er sich da gegen zwei Spieler durchsetzt. Das war noch besser als die Aktion von Sommer da gerade, der uns den Ball geholt hat. Mittlerweile läuft die 57. Minute, das zu verteidigen wird halt extrem schwer, der legt den nochmal rüber, ich hol den Keeper raus. Aber es ist zu spät, der HSV kommt zum Ausgleich. Aber da konnte ich halt mal wieder echt wenig dagegen tun. Und generell muss man sagen, unser Gegner bekommt hier schon deutlich mehr Möglichkeiten als wir. In der 89. sind wir jetzt nochmal dran. Und bitte, Daniel Krüger, zieh davon. Daniel Krüger zieht davon, ist sofort unterwegs. Daniel Krüger setzt ihn natürlich ein. Und in der 89. Minute muss das einfach bedeuten, dass wir die 3 Punkte hier behalten. Und genauso ist es direkt da. Da pfeift die Schiedsrichterin ab. Sehr, sehr stark, Männer. Was eine Leistung. Weniger Chancen gehabt, also weniger Szenen halt und trotzdem gewonnen. Und das alles, da sind wir ganz ehrlich, dank dem Krüger-Dani da vorne. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur über den labern. Stattdessen, ich habe es hier angekündigt, ich zeige euch die Abstimmung zu den selbstgezockten Spielen. Da habt ihr das Teil mal eben in voller Gänze. Ansonsten kommentarmäßig haben wir auch noch ein bisschen was vor uns. Nummern soll ich anpassen. Erik Martell bekommt die 6. Dafür geht Tom Rothe auf die 20. Morgalla wiederum wechselt zur 4. Klünter 5. Und Kerber 18. Wenn ihr noch mehr so Nummernvorschläge habt, gerne ab damit in die Kommentare. Nur die Nummer von Krüger werde ich mit Sicherheit nicht ändern. Der bleibt bei seiner 16. Wir haben auch neue Transfervorschläge, aber nicht viele. An sich nur einen Kommentar mit Stanisic, Haraldsson und Wettlesen. Wobei wir den Wettlesen auch schon ewig auf der Wunschliste jetzt haben. Baumann aus der Fußballschule soll ich noch zum Rechtsverteidiger umtrainieren. Dadurch wird er zwar mit Sicherheit nicht besser werden, wie es der Kommentar auch so ein bisschen sagt, aber zumindest passt er tendenziell eher in den Kader rein und ist echt nicht mehr weit weg von der Gesamtstärke her von Sommer. Also der könnte halt echt noch irgendwann Stammspieler werden. Ja, und damit haben wir das Thema Kommentare aus der letzten Episode erstmal abgehakt. Und wir können weitermachen mit einem monatlichen Scouting-Update. Da haben wir ja aktuell nur einen Scout, der unterwegs ist tatsächlich. Und er findet uns Justus Braun hier, der gar nicht so schlecht aussieht. Steffen Winter nehme ich jetzt auch mal mit. Denn das Gute ist ja in dieser Saison, wir haben aktuell noch echt viel Geld rumliegen. Also verhältnismäßig viel, 3 Millionen. Damit ist Jugendarbeit wirklich überhaupt kein Problem. Jetzt kann ich euch auch noch schnell zeigen, dass Fink tatsächlich nicht besser werden wird, wenn er zum Rechtsverteidiger umgeformt wird. Bleibt bei seiner 68, bekommt einen Entwicklungsplan. Und dann gehen wir rein ins nächste Spiel gegen Mainz. Wer aufgepasst hat, als ich vorhin die Abstimmung gezeigt habe, der hat gesehen, dass das Spiel tatsächlich letzter wurde. Deshalb ganz einfache Entscheidung. Rein in die Schnellsimulation. 2:3 Sieg. 3 Tore von Castro. Der ist dadurch zu unserem zweitbesten Torschützen zusammen mit Martin in der Mannschaft geworden. Hatte vorher einfach noch gar kein Tor und dann trifft er 3 Mal in einem Spiel. Aber so kann es eben auch gehen. Willkommen zum Spitzenspiel in der ersten Bundesliga. Bayreuth gegen Frankfurt ist tatsächlich 5. gegen 1. Ich würde aber so weit gehen, dass es dadurch hier zwei absolute Überraschungsmannschaften sind, die aufeinandertreffen, weil weder Frankfurt erwartet man auf der 1, noch erwartet man Bayreuth auf Tabellenplatz 5. Gute Flanke, viel zu gute Flanke. Richarlison trifft für die
Eintracht. Also vielleicht sind die doch keine Überraschungsmannschaft und haben sich hier einfach nur richtig krass entwickelt. Ungefähr so wie Baumgartner, der den rauslegt auf Martin. Der sucht Daniel Krüger. Wen sonst? Der verliert den Ball aber ausnahmsweise mal. Viele Möglichkeiten werden wir halt nicht bekommen gegen so einen starken Gegner. Da müssen wir die Chancen einfach ausnutzen. Krüger nochmal rüber. Castro hat ganz viel Platz und Castro schweißt das Ding eiskalt ein. Der Mann hat jetzt richtig Selbstvertrauen. Nach den 3 Toren im letzten Spiel trifft er jetzt schon wieder. Ey, und ganz ehrlich, ein Unentschieden wäre schon auch vollkommen okay für mich. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Der nächste Freistoß, ich glaube, den bringt sogar Richarlison rein. Genauso ist es. Busch wurde eingewechselt. Köpft den weg. Darf ich jetzt kontern? Nein, darf ich nicht. Und jetzt bekommt Frankfurt halt einen Elfmeter. Richarlison möchte aufs Doppelpack gehen und verletzt. Brolder richtig gut, macht wieder seinen Jubel. Und jetzt sieht es halt so aus, als würden wir hier mit leeren Händen rausgehen. Macht Richarlison jetzt vielleicht sogar noch sein drittes. Wir haben Glück. Auch Jakic vergibt und jetzt können wir noch einen Punkt rausholen. Castro ist auf rechts durch, aber natürlich suche ich Krüger. Krüger mit sehr viel Platz, nochmal rüber das Ding und dann muss es das sein. Martin in der 87. Wir machen unsere Tore später, aber wir sind eben doch immer noch zur Stelle und sichern uns damit gegen die Eintracht zumindest mal den einen Punkt. Verlieren nicht gegen den Tabellenersten. Und auch wenn Krüger ein bisschen unglücklich aussieht, damit können wir zufrieden sein. Aber man merkt schon, der Daniel hat andere Ansprüche an die Mannschaft und insbesondere an sich. Nicht umsonst zahlt er da gerade richtig verzweifelt aus, nachdem wir das Spiel gegen Frankfurt nicht gewonnen haben. Ich hoffe mal, wir sehen bei ihm keinen ähnlichen Gesichtsausdruck nach dem nächsten Spiel jetzt. Denn da treffen wir im DFB-Pokal auf den FC Augsburg. Und das bedeutet, entweder wir gewinnen hier oder wir scheiden mal wieder früh aus dem Pokal aus. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Castro sitzt zu Beginn nur auf der Bank. Der ist nicht ganz fit, deshalb Nollenberger von Beginn an. Da vermisse ich Kraft schon ein bisschen. So spielt Augsburg. Wir müssen die jetzt einfach schlagen. Volle Konzentration jetzt also. Der sollte eigentlich zu Krüger, aber vielleicht gar nicht schlecht. Baumgartner nochmal, legt den erneut raus für Rothe. Der bringt die Flanke, der ist ein bisschen zu weit. Aber an sich war das kein schlecht gespielter Angriff. Hoffentlich ein Zeichen an jeden hier im Stadion. Sehr stark von Klünter, wie er da dazwischen geht. Und jetzt sind wieder wir dran. Wunderbar gespielt, Martin scheitert an Lars Unnerstall, der hier mittlerweile bei Augsburg zwischen den Pfosten steht. Die haben da viel zu viel Platz in der Mitte. Sommer schaut nur zu. Wieder Augsburg, ich glaube Buxer oder so heißt er, den Ball zur gegnerischen Führung reinschießt. 38. Minute. Und bis hierhin spielen wir uns nicht gerade mit Leichtigkeit Torchancen raus. Und jetzt laufen wir hier im Rückstand hinterher. Rothe, komm, bring eine gute Flanke rein. Daniel Krüger an dem Pfosten, der muss doch rein. Kann aber auch gut sein, dass es abseits gewesen ist, weil der Schiri auch direkt danach abgepfiffen hat. Komm, Männer, wir stellen jetzt um auf Offensiv. Das kann nicht sein, dass wir hier aus dem Pokal rausfliegen. Martin wieder bekommt den Ball jetzt nochmal, spielt den zu Krüger, da muss ich abziehen, ganz, ganz wichtige Bude, der Ausgleich in der 60. Und direkt danach bringe ich jetzt auch Castro rein. Baumgartner jetzt mal auf Außen, ich spiele nochmal nach hinten. Kerber versucht es mit dem Außenriss und Kerber hebt den über den Keeper. Das sind genau seine Tore und dieses Mal ist es auch noch so wichtig, dass wir hier im DFB-Pokal zum ersten Mal in Führung sind. Und jetzt muss Augsburg kommen. Und zwar mit allem, was sie haben. Und dadurch ergeben sich natürlich Lücken. Martin wird auf die Reise geschickt. Martin ist alleine durch. Legt den doch mal rüber zu Castro. Und natürlich uneigennützig, wie die beiden sind, feiern sie jetzt auch zusammen. Ich versuch's zumindest. Sehr, sehr stark von Martin, wie er den nochmal rüberspielt. Wir sind also eine Runde weiter im DFB-Pokal. Und das sah zwischenzeitlich echt nicht so aus. Also große, große Erleichterung, dass wir es gepackt haben. Und da bin ich mal sehr gespannt, auf wen wir dann als nächstes treffen werden im DFB-Pokal. Und wenn wir dieses Jahr irgendeinen Titel holen können, dann ist es definitiv der. Weil in der Liga haben wir halt so Gegner wie den FC Bayern. Und ja, klar, die haben wir im DFB-Pokal auch als Gegner, aber da geht es halt immer nur um ein Spiel. So wie jetzt ungefähr. Im Hans-Walter-Wild-Stadion trifft Bayreuth auf den FC Bayern München. Das sind die Gegner, auf die wir gewartet haben. Die haben immer noch Kimmich, immer noch Neuer. Generell bin ich sehr auf deren Aufstellung
Aufstellung gespannt. Ansonsten sollte ich am Rande vielleicht noch erwähnen, dass wir aktuell vor dem FC Bayern in der Tabelle stehen. Das ist ja schon eine krasse Leistung. Wen sehe ich da denn bitte? David Alaba ist einfach zurückgekehrt. Da bin ich mal sehr gespannt, welche Position er da bekleidet. Ich fürchte halt, dass wir mal wieder keine Aufstellung zu sehen bekommen. Und deshalb muss ich jetzt noch kurz ins Menü gehen, weil das möchte ich natürlich schon sehen. Bei uns ist es die Top 11 und beim FC Bayern De Ketel, Lare, Zielinski, Mané, Osayi, Samuel mit einer 79. Das ist halt nice, dass man auch immer die Gesamtstärke noch sieht. Steven Sessignon spielt von Beginn an mit einer 73. Tomori hat den 90. Daneben dann Alaba, Cash und im Tor immer noch Manuel Neuer. Immobile auf der Bank, Brahim, Trippier, Flachodimos. Also es ist schon eine sehr, sehr seltsame Elf des FC Bayern. Also generell der ganze Kader, ich würde sagen, die kann man schon schlagen. Mané, Grafenberg, Kimmich. Die spielen uns jetzt halt schon richtig daher. Aber sie haben eben auch die ein oder andere Schwachstelle, wie wir es ja vorhin gesehen haben. Die müssen wir dann nur irgendwann ausnutzen. Erstmal nutzen sie aber unsere aus. Zielinski, 9. Minute, die frühe Führung für den FC Bayern. Und das ist natürlich eine Sache, die will man überhaupt nicht haben. Dadurch wird es halt so unendlich schwerer, hier auf was Zählbares zu kommen. Mané bremst ab, spielt den perfekt rein. Also das ist halt auch einfach brutal gut, was die bis jetzt machen. Und jetzt machen die auch noch das 3-0. Aber es ist eine ganz seltsame Bude. Rein Grafenberg lupft den da so, obwohl er komplett unter Druck ist, in die rechte obere Ecke. Also man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas holen. Aber ich verstehe auch nicht, warum die jetzt auf einmal so viel besser sind als alles, was da sonst so rumläuft in der ersten Bundesliga. Weil die Mannschaft von denen ist ja nicht mal so krass. Aber was die auch für Tore schießen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Der setzt sich da irgendwie durch, passt den rein. Okay, der ist zu frei. Dann haben wir den Ball eigentlich und dann köpft er den von da rein. Was macht denn Broll da? Den hätte ja ich sogar gehalten. Also wir kriegen halt richtig auf die Schnauze. Und eigentlich wollte ich gerade sagen, dass ich das Spiel noch nicht komplett abgeschenkt habe. Vielleicht geht da ja noch was. Es steht nur noch 1-4 und jetzt kommt Kevin Baumgartner. Der muss halt drin sein, damit wir hier überhaupt noch realistische Chancen auf einen Punktgewinn haben. Ja, okay, was soll ich da denn bitte jetzt machen? Wie sollst du das verteidigen? Das geht nicht, ist komplett unmöglich, wie die da alles direkt spielen. Vielleicht schießen wir ja wenigstens noch einen Ehrentreffer über eine Ecke möglicherweise. Also wir haben schon auch die ein oder andere Torschance, den lege ich nochmal raus, nochmal rein und dann muss ich aber abziehen. Aber die haben halt heute das Glück, was wir nicht haben. Aber so läuft es vielleicht auch einfach, wenn man 5-1 führt. Krüger nochmal, auch den hält Neuer. Am Ende steht eine der höchsten Niederlagen, die ich wahrscheinlich jemals gegen den Computer kassiert habe. Aber naja, Mund abputzen, weitermachen und den Verein und die Mannschaft weiterentwickeln, sodass wir irgendwann auf dem Niveau sind, dass uns der FC Bayern zu Hause nicht mehr so auseinander nimmt. Die sind halt trotzdem nur 6. in der Tabelle. Wir stehen immer noch gut da als Tabellenneunter. Also von der einen Niederlage geht die Welt jetzt nicht unter. Und wir können gegen Bochum ja schon wieder alles zum Guten wenden. Wenn wir die in der Schnellsimulation auswärts schlagen, tun wir nicht. 1-1 ist auch gerade noch so okay, weil es eben ein Auswärtsspiel war. Aktuell sind wir auch immer noch 9. Jonathan Bauer ist einiges wert. Ich fürchte, dass die ganzen Jugendspieler, die ich jetzt hole, alle keine Rolle mehr spielen werden in dieser Karriere. Weil wir jetzt halt schon auf einem Niveau angekommen sind, wo so Jugendspieler im Normalfall einfach zu schlecht sind, um da in die erste Mannschaft reinzurutschen. Am 22. November treffen wir auf Hoffenheim. Das ist die nächste Schnellsimulationspartie. Aber keine Sorge, ich werde jetzt auch nicht nur alles schnell simulieren in der Folge. Wir verlieren gegen Hoffenheim. Und jetzt müssen wir halt wieder richtig aufpassen. Wir haben 16 Punkte auf dem Relegationsplatz, ist Bochum mit 11 Punkten. Also 5 Punkte Entfernung. Das ist jetzt nicht so besonders viel. Deshalb müssen 3 Punkte her beim Sportclub Freiburg. Da gehen wir rein in die Highlights und besiegen die jetzt einfach mal. Wobei das schon auch ein sehr hoher Anspruch ist, gegen so einen Verein zu gewinnen. Boah, das sieht echt richtig, richtig gut aus. Den spiele ich zu Martin und der schießt dann einfach und trifft auch noch. Das bin ich ja gar nicht gewohnt von dir, Junge. Dass du so eiskalt bist vor dem Tor, Martin. Ich dachte schon, es wäre die falsche Entscheidung, weil in der Mitte stand Krüger halt auch ziemlich frei. Den hätte ich da easy nochmal rüberlegen können. 69. jetzt schon. Freiburg ist am Kontern. Wir haben aber relativ viele Leute hinten drin. Bieten da aber halt schon kleinere Lücken an. Jetzt ist oben alles frei. Er spielt ihn nach unten. Tyus Magno. Hey, das kann halt auch nur der Computer.
Warum zur Hölle steht jetzt eigentlich 2-2? Wann haben die ihr anderes Tor geschossen? Und wann habe ich mein Tor geschossen? Hey, jetzt bin ich komplett verwirrt. Habe ich jetzt komplett alles vergessen? Ich habe doch erst ein Tor geschossen in dem Spiel, oder? Und Freiburg auch. Naja, egal. Schießen wir einfach den Freistoß rein mit Daniel Krüger. Der wird leider von der Mauer geblockt. Wir bleiben drin mit Greuß. Der findet Martin. Die stehen halt mit so vielen Leuten da hinten drin. Der kommt irgendwie an. Aber Krüger kann nicht mehr abschließen. Komm, jetzt vielleicht. Da ist wieder so viel Platz. Baumgartner läuft und läuft und läuft. Vielleicht ist er schon zu weit gelaufen. Ich wollte niemals so umdrehen spielen. Ich wollte so außenrum einen Bogen machen. Ja, dann mache ich es halt jetzt besser. Hoffentlich kein Abseits von Castro. Aber es sieht gut aus. Das ist Castro mit dem Chip. Und Castro macht ihn. Die 3-2 Führung in der 85. Mal wieder ein spätes Tor. Und mal wieder reicht es. Wie versprochen, wir schnappen uns die 3 Punkte aus Freiburg, packen sie ein, nehmen sie mit und wandern in der Tabelle damit auf den 8. Platz immerhin. Stehen richtig gut da mit 19 Punkten. Wäre natürlich richtig wild, wenn wir es in dieser Saison nach Europa packen würden. Aber erstmal müssen wir uns den Nicht-Abstieg sichern, das ist sowieso klar. Hier den Cutlets da, habe ich jetzt zum ZM umtrainiert, weil das LAV hilft uns nicht wirklich weiter und das ging halt am schnellsten. Jetzt steht auch schon wieder das nächste Pokalspiel an. Wir treffen im Achtelfinale auf RB Leipzig. Da werde ich wahrscheinlich Sommer und Castro rausrotieren. Aber da sprechen wir dann in der nächsten Folge nochmal genauer drüber. Denn das Pokalspiel gegen Leipzig kommt mit rein in die Abstimmung. Genauso wie die Partie gegen Dortmund, Köln, Hertha, nochmal Leipzig in der Liga. Die zwei kommen auch noch mit rein. Und das bedeutet auch übrigens, dass die Transferphase, die Wintertransferphase startet in der nächsten Episode. Also wenn ihr noch irgendwelche Transfervorschläge habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Wir haben ja auch aktuell noch ein bisschen Geld rumliegen. Insgesamt 3,3 Millionen. Was soll ich damit machen? Habt ihr eine Idee? Dann ab damit unten rein. Vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen. Und dann sehen wir uns bald wieder mit Krüger und Co. Hat wieder Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Ich nutze die Endcard jetzt einfach immer nur, um Werbung für meinen Zweitkanal zu machen. Also wenn ihr Bock auf mehr Videos von mir habt, dann schaut auf dem Zweitkanal vorbei. Da kommt es seit jedem zweiten Tag Spielerkarriere. Und zwar immer genau so, dass halt an dem Tag, an dem hier keine Trainerkarriere kommt, immer eine Spielerkarriere erscheint. Also schaut da mal vorbei. Ich pack's euch in die Infocard rein.